Ah, da sind Sie ja. Willkommen in CORE, dem Forschungszentrum von SAAT. Hier haben wir alles zur Verfügung, was für die Dekodierung der Informationen aus dem Datenlog erforderlich sein könnte. Schön, dass Sie da sind. Ich habe bereits von Ihrem bemerkenswerten Fund gehört. Das ist wirklich eine Sensation, sogar hier bei SAAT. Ich bin übrigens Dr. Tori Bartok, die Assistentin des Professors. Vater möchte sofort mit Ihnen sprechen. Ich bringe Sie am besten sofort zu ihm. Ich bin Vater. Ich habe die optimale Verteilung der menschlichen Ressourcen bereits ermittelt. Professor Devi leitet das Dechiffrierungsteam im Unterwasserlabor. Dr. Bartok koordiniert sämtliche Maßnahmen. Und auch für Sie gibt es eine Aufgabe. Mission Nummer 1: Der Wahrheit auf der Spur. In Kapitel 2. Die universelle Struktur ihrer physischen und psychischen Parameter macht sie zum idealen Kooperationspartner für Professor Devi und Dr. Bartok. Assistieren Sie, wo immer es nötig ist. Oh mein Gott, eine Maschine. Haben die denn gar nichts aus Terminator gelernt? Naja, dann gehorchen wir mal alle dem Vorder. Damit Sie an der Aufbereitung der Daten helfen können, sollten Sie sich ein eigenes Labor einrichten. Kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen die Konstruktionspläne aushändigen kann. Soll ich die Konstruktionspläne für Ihr Forschungslabor jetzt auf Ihre Systeme übertragen? Ja, bitte. Auf den umliegenden Inseln haben sich übrigens die Vertreter von Eden Initiative und Global Trust niedergelassen. Beide haben angeboten, Ihnen beim Bau Ihres Forschungsstützpunkts zu helfen. Es ist Ihre Entscheidung. Ich denke, wir gehen zu den Ecos, denn Global Trust, naja, ich denke an meine Ökobilanz und an die Zukunft und an die Kinder und deswegen gehe ich da unten zu den Ecos, zu den Baumschmusern, zu den Aktivisten. Scanner registrieren Bewohner auf dieser Insel. Es ist Zeit zu handeln. Bist du dabei? Ich bin dabei, Bruder. Sie und Ihr blinder Aktionismus. Nein, der Typ heißt Russell. Ach, was für ein cooler Name. Empfange weitere Baupläne aus CORE. Zweck? Ansiedlung von Tech-Laboranten. Bauinterface-Aktualisierung abgeschlossen. So, wir haben jetzt einmal hier die Techs und die Ecos. Wir fangen jetzt an mit den Techs, aber wir brauchen beide, denn die Techs sind relativ konsumfaul und steuerknauserig und die Ecos, die kurbeln halt dann mal die Wirtschaft später an. So, schauen wir mal. Wo bauen wir das hin? Ja, ich würde mal sagen, am allerbesten baue ich das mal so hin. Und dann mache ich hier mal Straßen hin. Okay, wie viel brauchen wir dann? 10 Stück, alles klar. No problemo. Baumöglichkeiten erweitert. 2. 3. Okay, machen wir hier überall 5 Stück hin. So. Angestrebte Bevölkerungszahl bestätigt. Bau des Versuchslabors genehmigt. Optimaler Standort nahe der Wohnquartiere. Alles klar, jetzt brauchen wir nur noch unser Versuchslabor. Wo ist es denn? Hier. Ja, das Versuchslabor hat einen dämlichen Nachteil, und zwar, es hat 4 Felder und wir sehen ja, das hier hat 6, die hier haben 3, also ist ein bisschen blöd gemacht. Scanne von der Platzeinteilung. Hard- und Software installiert. Informationen übertragen. Gebäude betriebsbereit. Bitte beginnen Sie Ihre Forschung. So. Der Laden läuft. Alles klar, Schwester. Hervorragend. Dann könnten Sie mir gleich bei der Reparatur des Datenlogs helfen. Leider hat die Hardware die Zeit in der Virago nicht unbeschadet überstanden. Dann machen wir das doch gleich mal. In unserem brandneuen Forschungslabor.
Modul fertiggestellt. Okay, Datenlog wurde repariert. Seltsam. Ich erhalte keinen Zugriff über die Remote-Verbindung. Eine Verschlüsselung vielleicht oder eine Firewall. Bringen Sie das Datenlog vorbei, ich muss mir das genauer ansehen. Okay, bevor wir das jetzt hier nach oben bringen, könnten wir noch ein bisschen an unserer Stadt werkeln. Warnung. Registriere unautorisierten Zugriff auf meine Systeme. Sicherheitsprotokolle aktiviert. Lokalisierung des Ursprungs läuft. Aha, da will uns also jemand hacken. Gar nicht gut. Und wo ist das Signal? Keine Lokalisierung anscheinend. Komisch. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall unsere Bilanz. Die ist so... Naja, könnte besser sein. Schauen wir mal. Der Radius. Okay, hier passt gar nicht mal so arg viel hin vorerst. Machen wir doch dennoch hier die Gebäude fertig. Na, es müsste eigentlich so passen. Und dann machen wir noch Gehweg. Und ich denke, das reicht erstmal. Komm. So. Ja. Bringen wir mal den Datenlog da hoch. Zum guten alten Doktor. Doktorin natürlich. Entschuldigen Sie. Dann lassen Sie mal sehen. Es muss doch möglich sein, diese Firewall zu deaktivieren. Diese Codes sind ungewöhnlich. Vielleicht kann Dr. Devi helfen. Er arbeitet im Unterwasserlabor. Nehmen Sie einfach meinen Trimaran. Oh, danke sehr. Und das mal ohne mein Schiff auseinandernehmen zu müssen. Dann gehen wir mal zum guten alten Dr. Devil, ich meine Devi. Abtauchen. Nun, wie ist der Stand der Dinge? Registriere unbekanntes Individuum auf dieser Insel. Der Stand der Dinge sehr gut. Diese Firewall ist ungewöhnlich. Das ist kein SAAT-Standard. Ich gebe die Daten in unser Analyseprogramm ein. Mal sehen, ob wir den Sicherheitsmechanismus knacken. Okay. Was ist das? Stromausfall? Die Kommandokonsole. Alle Systeme sind ausgefallen. Die Sauerstoffpumpen reagieren nicht mehr. Nix gut. Warnung. Menschliche Individuen in Lebensgefahr. Stromversorgung muss reaktiviert werden. Lade Notfallprotokoll. Okay. 20 Tonnen Bauzellen und 9 Tonnen Werkzeug. Ja, dann holen wir die mal ab. Hoffentlich haben wir noch so viel. Obwohl, wir können die auch kaufen. Und da gehen wir mal zu der Lady hier hin. Ja, machen wir es mal. Machen wir es mal so. Das ist okay. Und wieder zurück zum Prof. Abtauchen nicht vergessen. Abtauchen. Oh, wir waren schon unten. Mist. Ah, nochmal runter. Ja, genau so. So, wir sind unten. Was bauen wir als nächstes? Und zwar brauchen wir den Tiefseekontur. Na, würde sagen, wir machen ihn mal... hierhin. Bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoffvorrat wird nicht mehr lange reichen. Und jetzt brauchen wir hier unten ein Energiekraftwerk. Das machen wir mal hierhin. Leite Energietransfer ein. Systemneustart initiiert. Sauerstoffpumpen reaktiviert. Die menschlichen Individuen sind außer Lebensgefahr. Na also. Geht doch. Das war knapp. Einen solchen technischen Aussetzer hatte ich nicht erwartet. Aber dank Ihrer Hilfe laufen die Systeme wenigstens im Notfallmodus. Kein Problem, Alter. Es ist mir und meinem Team gelungen, die Firewall auszuschalten. Aber hier hat es einige Kurzschlüsse gegeben. Wir müssen die Datenanalyse bei Ihnen fortsetzen. Okay. Jetzt holen wir uns die mal schnell ab. Das ist wirklich erstaunlich. Das Datenlog wurde mit komplexen Mechanismen gesichert. Fragen Sie nicht wie, aber
Der nicht autorisierte Zugriff auf ihre Arche, der Stromausfall hier, beides scheint zusammenzuhängen. Sehr, sehr mysteriös. Na gut, okay, wie geht's weiter? Warnung. Drohender Nahrungsmangel. Maßnahmen erforderlich. Oh Gott, unsere Bilanz. Was können wir tun? Eine Aquafarm. Okay, die können wir, glaube ich, schon bauen. Hier, Aquafarm. Da haben wir doch so ein Ding. Na, wie bauen wir das denn am besten? Machen wir es mal so. Ups. Geht nicht. Nicht genügend Baumaterial. Ah, hier oben, den Kontur muss man auch füttern. Wo ist unser U-Boot? Da. Das hat aber gar nichts mehr. Tauchen wir mal auf. Obwohl, da können wir eigentlich auch hier oben hin. Holen wir uns nochmal. Obwohl, wie viel haben wir denn überhaupt selber? Na. Ja, okay. Ist in Ordnung noch. Wir kaufen hier mal 10. Diese Sicherheitsmechanismen. Dann bis zum nächsten Mal. Und den Rest holen wir hier unten ab. Verflucht, wir müssen unbedingt unsere Bilanz verbessern. Vielleicht wird es Zeit, dass wir unsere Ecos bauen. Machen wir mal erstmal hier. Das sollte reichen fürs Erste. Und dann gehen wir hier zu unserem Unterwasser-Überwasser-Kontor. Und liefern die mal hier ab. Jetzt geht's wieder unter Wasser. Und dann schauen wir mal. Fruchtbarkeit. Werte steigen. So, jetzt brauchen wir nur noch hier diese Farm. Okay. 6 Stück. Als nächstes brauchen wir das hier, und zwar ein Nahrungsmittellabor. Und setzen wir es einfach mal hier hin. Und jetzt müssen wir das Ganze noch natürlich verbinden. Das geht auch irgendwie. Genau mit dem hier. Aquarail. Schauen wir uns das Ganze mal an. Machen wir einmal... so viel Aquarail brauche ich eigentlich gar nicht. Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Dann nochmal so hin. Müsste eigentlich klappen. Oder? 100. Halten Sie sich nicht 12, damit auf, das 0. Essen persönlich hier abzuholen. Diese nützliche Software wird Ihren Warentransport automatisieren. Aha, okay. Was hat er denn für uns? Autopilot. Gehen wir mal wieder runter. Unter Wasser. Zum guten alten Dock. Sie können jederzeit mehr SAAT-Equipment erwerben. Nee, ein Autopilot reicht erstmal. Gib mal her. Nur zu. Probieren Sie den Autopiloten gleich aus. Na gut. Und jetzt, Registriere Optimierungspotenzial beim Überseewarentransport. Lade verfügbare Informationen über Handelsrouten. Okay, zeig mal her. Oh Gott, minus 401. Ah, Freunde. Neue Handelsroute. Okay, da kenne ich mich noch gar nicht aus. Nennen wir sie mal Essen. Denn immerhin transportieren wir ja Essen. Und, Schiff hinzufügen. Nehmen wir mal unser Goliath. Okay. Wie heißt denn das Komplex da? Algen. Okay. Erstmal das hier. Da laden wir ein. Und zwar das hier. Und jetzt gehen wir nochmal zu... Oh Moment, was haben wir denn hier? Okay, 60 Tonnen. So viel werden wir doch nie zusammenkriegen. Naja, egal. Gehen wir hier zum Delta-Komplex. Und da wird ausgeladen. Und zwar auch das hier. Und jetzt, müsste es eigentlich doch funktionieren. So. Ah, okay. Jetzt ist es irgendwie so bei... Geht so. Na gut. Hoffen wir mal, ich habe alles richtig gemacht, denn wie gesagt, ich nix Arno. Arno. Wie ich ja immer so schön sag. Spiel. Hauptsache, wir haben endlich Zugriff auf die Daten.
Bringen Sie das Datenlog gleich in Ihr Forschungslabor und lassen Sie dort die Informationen auslesen. Okay, aber erstmal müssen wir irgendwas machen. Okay, hier wird schon mal Nahrung transportiert. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Nahrung. Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Hier 112, 42. Okay, wir machen noch so ein Labor. Oder wohl, wir könnten noch so eine Plantage machen. Wir machen noch so eine Plantage. Und zwar machen wir die Plantage hier hin. Hier machen wir die hin. Und dann fangen wir mal an mit dem Bauen. So, und jetzt brauchen wir nur noch eine Verbindung. So, das müsste klappen. Das müsste klappen. Müsste jetzt eigentlich reichen. Beide sind voll in Produktion. Warnung. Hier wird abgeholt. Produktion gestoppt.